geht ein Imperium unter? Kollabiert es in einem einzigen furchtbaren Moment? Nein, nein. Aber es kommt eine Zeit, in der sein Volk nicht mehr daran glaubt. Lasst nicht das Jetzt, das auf ewig zerstören. Ladies and Gentlemen und Kinder jeden Alters, seid willkommen! Ist diese Gesellschaft, ist die Art, wie wir leben, die einzige, die uns zur Verfügung steht? Wir holen uns unsere Stadt zurück! Und wenn wir diese Fragen stellen, wenn ein Dialog darüber stattfindet, ist das im Grunde eine Utopie. Hey Freunde, Eddie hier von Filmbazaar. Francis Ford Coppolas Megalopolis feierte am 26. September 2024 seinen Kinostart in Deutschland und markiert eine der ambitioniertesten Filmproduktionen des Jahres. Nach jahrzehntelanger Vorbereitung bringt Coppola eine epische Vision auf die Leinwand, die sich mit utopischen und dystopischen Themen auseinandersetzt und die Frage stellt: Ist die Gesellschaft, in der wir leben, die einzige Möglichkeit? Diese Frage zieht sich als philosophisches Leitmotiv durch den gesamten Film und prägt die Charaktere und ihre Konflikte. Die Handlung von Megalopolis dreht sich um den Architekten Cesar Catilina, gespielt von Adam Driver, der die futuristische Stadt New Rome neu gestalten möchte. Dabei steht er im Gegensatz zu Franklin Cicero, gespielt von Giancarlo Esposito, dem Bürgermeister der Stadt, der für konservative Werte und die Bewahrung des Status quo steht. Zwischen diesen beiden Charakteren entspinnt sich ein Kampf um die Zukunft der Stadt, der zugleich sehr persönliche Dimensionen annimmt, da Cäsar eine Affäre mit Ciceros Tochter Julia, gespielt von Natalie Emmanuel, hat. Visuell ist der Film atemberaubend. Mihai Malaimare Juniors Kameraführung sorgt für spektakuläre Bilder einer zerfallenden Metropole, die fast surreal anmutet. Besonders eindrucksvoll ist die Szene, in der Cäsar durch die Straßen von New Rome fährt und die Statuen der Stadt wie unter der Last der Welt zusammenbrechen. Solche visuellen Metaphern sind typisch für Coppolas Arbeit, der in Megalopolis ein Gefühl von apokalyptischer Dringlichkeit vermittelt. Allerdings wirken einige Szenen, wie das überlange, an ein Kolosseum erinnernde Hochzeitsfest, eher wie stilistische Übertreibungen, die den narrativen Fluss behindern. Was die Charaktere betrifft, liefert Adam Driver eine kraftvolle Darstellung eines Mannes, der zwischen Vision und Realität schwankt. Giancarlo Esposito verkörpert den pragmatischen Bürgermeister Cicero mit einer beeindruckenden Ruhe, die im starken Kontrast zu Drivers idealistischem Cäsar steht. Die jüngeren Darsteller, insbesondere Natalie Emmanuel, wirken hingegen manchmal überfordert von der schieren Menge an Ideen und der improvisatorischen Herangehensweise des Regisseurs. Trotz seiner beeindruckenden visuellen und thematischen Ambitionen hat Megalopolis jedoch auch seine Schwächen. Der Film verliert sich manchmal in seiner überbordenden Symbolik und den philosophischen Diskursen, was zu einem inkonsistenten Tempo führt. Ein Beispiel dafür ist die Andeutung eines großen Aufstandes, der am Ende nicht richtig aufgelöst wird. Einige Handlungsstränge, wie der eines Satellitenabsturzes, werden angedeutet, aber nie vollständig entwickelt. Diese erzählerischen Lücken könnten Zuschauer frustrieren, die nach einem kohärenten Handlungsverlauf suchen. Megalopolis ist ein faszinierendes, wenn auch fehlerhaftes Werk, das Coppolas Stellung als visionärer Regisseur unterstreicht. Es ist ein Film, der polarisiert. Einige werden seine philosophische Tiefe und die visuelle Pracht bewundern, während andere über die erzählerischen Schwächen enttäuscht sein könnten. Coppola lädt das Publikum ein, über die Zukunft der Gesellschaft und die wiederkehrenden Zyklen von Utopien und Dystopien nachzudenken und liefert dabei ein Werk, das noch lange nachwirkt. Megalopolis läuft seit dem 26. September 2024 in den Kinos. Wenn dir dieses Video gefallen hat, gib uns einen Daumen hoch und vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren, damit du keine neuen Inhalte verpasst. Teile das Video mit deinen Freunden und hinterlasse uns gerne einen Kommentar. Wir freuen uns auf dein Feedback und sehen uns im nächsten Video.